Level 4, Sky Troops. Eggman hat genug und greift die Armeen von Black Doom an. Aber das interessiert uns nicht sonderlich. Wir verfolgen unsere eigenen Ziele. Auch wenn es hier wirklich interessant aussieht. Fliegende Ruinen gegen die Eggman-Flotte. Naja, warum nicht? Wie gesagt, wir wollen nach Möglichkeit nur einen weiteren Chaos Emerald hier drauf ergattern. Oder sonstigen Unsinn anrichten. Tja, das ist natürlich wieder der böse Vertreter Doomseye, aber den lassen wir komplett in Ruhe. Mit dem haben wir hier mal wieder nichts am Hut. Wir legen trotzdem alles um, was uns so in die Quere kommt. Ein paar Punkte sammeln. Ja, und durch die Aliens können wir natürlich mal wieder Chaos Control aufladen, womit wir deutlich schneller vorankommen. Hey, Dr. Eggmans fliegendes Gesicht. Du könntest ruhig ein bisschen besser animiert sein. Naja, mit dir wollen wir auf jeden Fall auch nichts am Hut haben. Also, weiter geht's. Ja, hier vorne haben wir massig Alien-Spawns, an denen wir zwischendurch ein paar kleinere Punkte einsammeln können. Und einen äußerst gefährlichen Ring-Dasher, der ganz schnell in die Hose gehen kann, da die Mechaniken in diesem Spiel, was das Ring-Dashing angeht, nicht ganz sicher sind. Jetzt müssen wir mit diesem lustigen Gunwalker hier, wer auch immer den da hat stehen lassen, hochspringen. Immerhin haben wir hier eine Mission Eggman gegen die Aliens. Eggman gegen die Aliens. Kein einziger Gunroboter, kein Soldat ist in der gesamten Umgebung hier. Und was ist? Da steht ein Gunfahrzeug einfach so mitten in den Ruinen rum. Macht total Sinn, finde ich. Warum auch nicht, ne? Naja, ist ja auch egal. Vielleicht standen die noch von einer früheren Mission hier rum. Was Besseres fällt mir dazu nicht ein. Wir haben hier lustige Ringkanonen von den Aliens. Sie sind lustig. Die haben mindestens eine riesige Hitbox, in der sie Gegner treffen können. Und wenig Schaden machen sie auch nicht gerade. Also eigentlich eine sehr gute Waffe, da man damit einzelne Schüsse leicht abschießen kann und auch leicht das einzige Ziel trifft, falls man nur ein einziges Ziel hat. Okay, da vorne haben wir ein riesiges Schiff von Eggman. Interessant, dass uns mehr oder weniger direkt im Weg steht. Kann uns aber egal sein. Ach, Black Doom hat sich noch seine Mission reingeschlichen, aber wir können gerade fliegen. In dieser Mission hier gibt es relativ wenige Anlegepunkte, wo Chaos Control tatsächlich mal endet. Dementsprechend haben wir gerade eine riesige Strecke hinter uns gebracht in diesem Level hier. Durch einmal Chaos Control einsetzen. Bams, einmal durch alles durchsliden. Das sah sehr schön aus. Und mit diesem Ring Dash hier kommen wir deutlich schneller voran. Auch wenn wir die Kanone da vorne, das lustige Alien-Standgeschütz, nicht brauchen. Dass die Aliens überhaupt Standgeschütze aufstellen, schon irgendwie merkwürdig. Hey Eggman, ja, schön, dass du da bist, wir mögen dich nicht. Ich glaube, ich habe gerade eben die ganze Black Doom vergessen wegzuschalten. Egal. Hier müssen wir natürlich die Gegner mal wieder vernichten, um überhaupt durch die Tür durchkommen zu können, wie Shadow uns auch extra gesagt hat. Und da ist eine Gun-Rakete, die uns helfen möchte. Schon ein ziemlich großes Level dafür, dass wir einfach nur zum Ziel kommen möchten. Und wenn man bedenkt, wie viel Weg wir schon hinter uns gebracht haben. Aber naja, hier haben wir ein fliegendes Alien-Viech, das wir besteigen können. Womit wir jetzt einfach so durch die Umgebung hier flattern. Mit oben, unten, rechts, links können wir natürlich die Richtung bestimmen und sollten uns nicht von zu viel treffen lassen. Man muss sich schon echt anstrengen, damit dieses Gefährt hier wirklich stirbt. Wir haben allerdings eine HP-Leiste unten rechts. Und wir hätten auch die Möglichkeit, einfach jederzeit abzuspringen, wie man sieht. Da müssen wir auch eigentlich schnell unterwegs, von daher machen wir das jetzt einfach mal. Dann können wir hier vorne einfach die Rakete nehmen, die deutlich schneller ist als wir im Laufen und noch viel schneller ist als das fliegende Mistding. Okay, ich glaube, wir haben das Ziel erreicht. Jawohl, da ist es. Leider kein Chaos Emerald. Aber wir haben immerhin den Doktor erreicht und sind am Ende noch gestorben. Gute Arbeit, Shadow. Glücklicherweise kann man nicht mehr sterben, sobald das Ziel einmal erreicht ist. Ja, wir haben ihn gefangen. Muhaha, Normalmission geschafft. Und wir haben 3 Minuten 33 gebraucht, 34.080 Punkte gesammelt. Perfekt. Und weiter geht's mit der nächsten Mission.